Hallo und willkommen zu einem neuen Livestream von Yu-Gi-Oh! Master Duel. Ich habe jetzt 18.000 von diesen Punkten. Das heißt also, es fehlen noch das hier, das hier, das hier, das hier. Also vier Rewards. Ich hoffe, dass ich das heute hinkriege. Wir spielen mit dem Wunder der Konvergenz weiter. Weil ich das Deck eigentlich ganz okay finde. Bis auf, es ist sehr komplex, ja, aber das ist, glaube ich, das einzige von den Decks, mit dem man wirklich ein OTK machen kann. So, also da ist genug ATK im Deck drin, das im Extra-Deck drin, dass das wirklich assemblebar ist. Also ich höre mal kurz mich selber an. So, also da ist genug ATK im Deck drin, das im Extra-Deck drin, dass das. Okay, das scheint. Das ist eine. Okay, wir spielen erstmal Synchro-Jagd. Das, damit kann er Effekte nicht annullieren. Nein, danke. Max Seed wollte ich jetzt nicht werden. So, Stimmen. Jetzt überlege ich gerade, ich habe Gerümpel-Synchronisierer schon auf der Hand. Ich nehme mal den da. Ich weiß auch nicht. Ah, okay, es ist ein Monster reingefallen, gut. Aber das ist doch auch ein Empfänger, oder? Nee, ich glaube, ich habe verkackt. Ich hätte wahrscheinlich ein Monster nehmen sollen, was kein Empfänger war. Ach. Ja. Lief jetzt nicht so gut. Jetzt habe ich die. Ja, aber Stimmen kann mir ja auch nur Empfänger geben. Wie wäre ich denn jetzt an Nicht-Empfänger gekommen? Ich überlege gerade. Ich meine, Stimmen hat keinen. Deine Auswahl war nur Empfänger. Ich glaube nicht, dass ich großen besseres Play hätte machen können. Ja, danke. Weil ich einfach keinen Nicht-Empfänger auf der Hand hatte. Und leider brauche ich halt Nicht-Empfänger, um sinken zu können. Was ist das für ein Deck? Bin so ein Fischdeck? kannst du ein Atlantischmonster von dem Deck auf den Friedhof legen? Mit deiner Hand. Okay. Ach ja. Effektverschleierer. Naja, mal schauen, aber ob er genug ATK assembled kriegt, dass er mich OTK'en kann. Dö, 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 dö. Da. Ich glaube, ich habe Chips. Oder noch was nicht. Esse ich lieber nach dem Stream. Was? Vielleicht, keine Ahnung. Mein Gott, wie stark die Sonne noch zu meinem Fenster einschreit. Wird immer später dunkel. Ja, das ist der Sommer. War das alles? Ich meine, das ist nicht wenig ATK, aber das ist salvageable. Das ist, glaube ich, salvageable. Kommt drauf an, was ich ziehe. Wenn ich irgendwas ziehe, damit ich da ziehen kann. Okay, das tat ziemlich hart weh, aber. Weil der einfach mehrfach angreift konnte mit dem einen, aber. Ich lebe auf jeden Fall noch. Schauen wir mal, was ich ziehe. Das hilft mir nicht zu comboen, aber ich kann sein Board leeren.
Also vielleicht kommt drauf an, ob er irgendwas hat, was negaten, was das negaten kann. Ach, die überlebt das, okay. Pff, gut, dann schwächer war den da. Ach, stimmt. Klar, der gibt mir die... Ich lasse die mal noch auf der Hand. Aber ich habe nicht mehr so viel Leben, also setzen wir sie. Vielleicht aktiviert er ja etwas, was, was alle Karten zerstört und nicht nur Backrow oder so. Weil die Karte funktioniert halt nur, wenn zwei Karten zerstört werden und nicht, wenn eine zerstört wird. Oh. Okay, das ist gut. Mein Sternenlicht ist live. Jetzt habe ich halt nur lauter Synchronisierer. Ah ja, gut. Okay. Ich finde zumindest gut, dass der 1500 K hat, damit er zumindest half decent. Das ist einfach so ein Attacker. Ich sehe die ganzen anderen hier, 1300 oder meistens haben wir auch einfach 0. Der hat 0, der hat 0. Jetzt muss ich halt nur irgendeinen Nicht-Empfänger ziehen, damit ich halt arbeiten kann. Ja, ja, that one will do. That one will do. Oh, warte mal. Der kann sein Level, glaube ich, nicht modifizieren, oder? Ich überlege gerade. Das Ding ist halt, ich habe keinen Stufe 3er und der ist Stufe 2. Wenn ich mit den beiden synchronisiere... Ich könnte bis zu like Sternstaub kommen. Aber möchte ich ihnen so viele Karten geben? Na gut, ich könnte den vielleicht dann nochmal specialen. Naja, gut. Sorgen wir auf jeden Fall erstmal dafür, dass ich seine Monster zerstören kann. Er wird in dem Prozess zwei Karten ziehen, weil jetzt natürlich noch das Special Summon von den Doppelkriegern kommt. Aber, nee, warte, ich kann auf Dings, glaube ich, kommen, oder? Der da plus der eine ist in Stufe 2er. 6 und 4 wären Stufe 10, aber ich müsste den nehmen. Also müsste ich den erstmal hochgraden. Ich könnte den 7er nehmen, wenn ich ihn... Ne, 5 und 6 ist 11. Das hat auch nicht hin. Und den selber kann ich nicht modifizieren. Wenn ich den auf 7 kriege... Ich könnte den 5er auf jeden Fall beschwören. Jetzt. Okay, ich würde sagen, ich beschwöre auf jeden Fall mal einen Formelsynchron. Mit den beiden. Unter Umständen kann ich das hinbekommen. Also wir spielen Formelsynchron. Obwohl, war das so schlau? Ja, ich glaube, das ist schon okay. Ziehen wir mal. Bis das Ashen. Kannst von mir aus Ashen, wenn du willst. Okay,
Ne, warte, das sind 10, das reicht nicht. Das ist ein bisschen zu viel. Und ich kann den seinen Wert nicht ändern. Wenn ich ihn rauskriege, könnte ich aber vielleicht... Ich könnte einen Sternstabdrachen beschwören. Hm. Ja, keine Ahnung. Sacken wir den hier auch für den hier. Ich meine, ich beschwöre ihn, also kann ich ihn zumindest... Kann ich mir zumindest die Dingenskarte auf die Hand geben und damit könnte ich dann das aufs Feld bekommen. Also vielleicht komme ich auf eine Höchstgehöhle. Na jetzt nochmal. Was machen wir denn? Ich weiß, er kriegt noch eine Karte damit, aber scheiß da drauf. Schauen wir mal, ob du genug, ob du was Sinnvolles gezogen hast, mit der du jetzt locker über mein ganzes Feld drüber kommst. Los, mach deine Combo. Scheiße, er zerstört aber nur eine Karte. Okay. Keine Ahnung, ob es das wert war, aber es... Er zerstört damit nur eine Karte und dadurch geht er den Effekt, von der Karte. Und ich habe keine zweite Fall nur als Zauberkarte, weil ich ja keine bekommen habe. Jetzt kann er natürlich wieder das nicht machen. Aber ohne den hätte ich das natürlich auch nicht negaten können. Außer er hätte die Karte gar nicht gezogen gehabt dann, aber das... Was ich ja nicht, seit wann er die jetzt hat. Er hat noch 9 Karten. Also hätte ich weiter sinken können, hätte ich ihn sogar Deckout gehen lassen können. Oh lol, er darauf geht. Ja gut, so kann man auch gewinnen. Nochmal 500 und dann sind wir schon eine Stufe weiter. Gegen G-Prime. Machen wir lieber Zweiter. Weil in dem Event sind ja auch manche Spieler, die fast gar nichts im ersten Zug machen. Oder ich meine, das Deck, was ich habe, das kann halt auch manchmal bricken, dass du nicht wirklich was machen kannst im ersten Zug und da ist es vielleicht besser, eine Karte mehr zu haben. Und einfach darauf zu hoffen, dass der Gegner brickt, damit du ihn sofort durch die killen kannst. Er setzt eine Monster verdeckt. Das sieht sehr bricky aus. Okay, machen wir mal Blitzsturm auf die Bergbau. Gucken wir mal, was aktiviert. Wenn er jetzt Straße zum Sternlicht aktiviert. Ne, das ist nicht das. Okay, du bist jetzt nichts mehr ziehen können. Aber okay. Okay, machen wir erstmal Verstärkung für die Armee. Bist du Hard Ones per Turn? Nee, schaut nicht so aus. Hol ich mir einen zweiten Doppelkrieger. Dann nehme ich Synchron Überroller. Und hol mir... Den da, weil den kann ich dann special.
Ach so, der wird ja jetzt sofort gespecialt. Ja, okay, von mir aus. Ich vergesse es immer, dass die Karte ja dann sofort gespecialt wird. So, aktivieren wir den da und schmeißen das hier ab. Dann geben wir uns den Gerümpelsynchronisierer auf die Hand. Spielen Gerümpelsynchronisierer, nutzen seinen Effekt. Und holen uns den auch zurück aufs Feld. Jetzt können wir den Effekt von allen beiden aktivieren. Nein. Okay. Gut zu wissen. Dann holen wir uns den Gerümpel der Rasa-Typen. Machen wir das so. Ich möchte jetzt erstmal mehr Tuner holen. Aber wenn ich den anderen wechseln würde, dann würde ein weniger Tuner kommen. Ich will jetzt gerade erstmal. Ja. Was macht der nochmal? Wird der jetzt auch beschworen? Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, was macht er. Oder kriegt er auf die Hand? Er wird beschworen, okay. Ist eigentlich auch wurscht. Wird jetzt sowieso alle geholt. Ich brauche auf jeden Fall einen. Wie komme ich denn auf den? Ich brauche ein normales Stufe 1er Monster eigentlich. Ich hole auf jeden Fall mal einen davon. Und Gerümpeldingens habe ich eigentlich schon. Das nehmen wir den da einfach. So, mit Sternstaub-Synchron kann ich mir die Karte holen. Und dann lege ich mit den da drauf. Dann kann ich Sternstaubdrache beschwören. Indem ich den da nehme. Den lege ich da oben rein. Ich will die Felder da unten ja noch leer lassen. Das würde sogar reichen. Und dann nehme ich dann Doppelkrieger dafür. Okay. Ich habe es nicht unbedingt optimal kalkuliert, aber scheiß drauf. Der kann jetzt wie oft angreifen? Zweimal auf jeden Fall. Theoretisch nochmal Formelsynchron bauen. Unter Umständen komme ich sogar zur Sternstaubwache. Nehmen wir den da und bauen Formelsynchron. Vielleicht komme ich nochmal zu einem Sternstaubwache, das wäre super. Ich überlege gerade ein bisschen im Kopf, aber vielleicht geht das. Kann er sich selber jetzt nochmal beschwören? Ist das, was er macht? Auf die Hand nehmen will. Den habe ich in dem Zug schon benutzt. Den da auf die Hand. Obwohl, ich kann die Dingenskarte. Ach mein Gott, Alter, ich hätte vielleicht den anders nehmen sollen. Stufen manipulieren. Ich hätte den Lakaire-Tributen können, ja, das kann ich vielleicht trotzdem machen. Tributen wir mal den da weg.
Oh ja, perfekt. Ich kriege nur einen Doppelkrieg aufs Feld, ja! Warte, eine Stufe 6er brauche ich. Warte mal. Den habe ich aber schon wieder zurückgeholt. Nehmen wir den da? Das geht auf den Mann. Aber ich kann... Ja. Ja. Ne, warte mal. Werfen wir mal nur den da ab. Perfekt. Sternstaubdrache. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich schon Game habe. Aber jetzt habe ich es auf jeden Fall. Also kommt drauf an, wie viele Empfänger ich jetzt gleich reveale. Aber ich glaube, ich habe es jetzt sowieso, weil der hat jetzt, glaube ich, richtig viele Attacks, weil ich habe jetzt noch einen Sternstaubdrachen im Dingens und einen Sternstaubschalon auch noch drin. Er hat auf jeden Fall einen Angriff. Er hat wirklich nur einen Angriff. Ja, okay. Der hat, glaube ich, mehr als einen. Ja! Gut. Jetzt brauche ich 1900. Ich brauche 2200, glaube ich. Also wenn wir nochmal zwei Siege machen, dann haben wir 2000. Was vielleicht möglich ist. Das ist gar nicht schlecht. Was? Was passiert, wenn du das nicht tust? Würde mich interessieren. Ist dein Deck dann kaputt, wenn du das nicht tust? Oder läufst du dann immer noch weiter? Ja, ich glaube, ich habe ihn gestoppt. Okay, ich überlege gerade selber, der ist Stufe 1. Dann kann ich aber... Aber ich kann die auch später aktivieren. Aktivieren wir erstmal das hier. Werfen die beiden weg. Und holen uns Gerümpelkrieger. Dann spielen wir Gerümpelkrieger. Aktivieren Gerümpelkriegers Effekt. Um uns den zu holen. Jetzt erst er mich. Oder Maxi oder was weiß ich. Ich habe glücklicherweise die Karte, also ja. Und ich habe den, was nicht schlecht ist, weil der würde dann rauskommen, wenn ich den Sternenstaubdrachen beschwöre und wenn ich
Genau, aber jetzt beschwören wir als allererstes einfach mal den Gerümpel Rasa. Weil, ja, jetzt habe ich nicht so viel. Jetzt kann ich wahrscheinlich nur einen machen, das reicht nicht aus. So. Ja, von mir aus. Dich dann aufs Feld klatschen kann. Eigentlich ist es doch auch schon scheiße, ja. Und den Effekt verschleiere, aber warum nicht? Weißt du, ich denke mir so, hat der Effekt jetzt überhaupt noch einen Sinn? Ich meine, der holt doch sowieso 5 Milliarden Empfänger raus. So, also wir holen auf jeden Fall den raus. Dann holen wir... Ich habe schon einen 1er Empfänger. So, da der hier beschworen wurde, kann ich mir die andere Karte holen. Die da. Und dann kann ich die Karte aktivieren. Kann den da hinsetzen. Dann können wir jetzt Sternstaubdrache beschwören. Nehmen das Feld und das Feld. Leg Sternstaubdrache dorthin. Jetzt kann ich Sternstaubschalon zum Raus beschwören. Und dann ist mein Feld voll. Darüber habe ich nicht ganz danach gedacht. Jetzt ziehe ich den und durch seinen Effekt wird er instant rausbeschworen, aber mein Feld ist gerade voll. Aber ich konnte es noch nicht lernen. Ja. Jetzt habe ich ein Problem. Ich muss die Werfer vom Feld wegkriegen. Da habe ich nicht so nachgedacht. Da hätte ich aber nur 2 Monster wegkriege. Mein Gott, Alter. Kannst du dir stattdessen auf die Hand geben lassen. Das bringt mir was, wenn ich die Monster nicht wegkriege. Ich glaube, ich habe gemissplayed. Ich glaube, ich kann hier jetzt nicht weitergehen. Wenn ich Sternstaubschalon jetzt nicht aufs Feld kriege. Ja. Ich kann einen opfern, dann beschwöre ich den raus, aber ich habe keinen Feldplatz dann, um das zu machen. Ich bräuchte Feldplatz und wenn Feldplatz zu kriegen, muss ich. Ich kann mir keinen Feldplatz geben. Ja, keine Ahnung, bleiben wir an. Ich bin irgendwie ein bisschen am Arsch. Hab da jetzt irgendwie. Ich überlege gerade, was. Ich meine, klar, wenn ich den nicht sofort beschworen hätte. Sondern erst. Und das ist halt die Frage, wann später. Ist nicht so, wie als hätte ich den groß später beschwören können. Ich kann Sternstaubdrache nur weiter craften mit entweder Dingens, mit entweder Formelsynchron oder. Ich habe zu viele Empfänger auf dem Board. Vielleicht hätte ich kleiner durcharbeiten müssen, ihr wisst nicht. Sehr eine Karte, okay. Hat eine Karte gezogen. Also er ist auf jeden Fall am harten Brücken. Aber ich habe gerade das Problem, dass mein Feld voll mit Monstern ist und mir nichts bringe. Wenn ich meine Monster wegkriege, würde mir das helfen. Aber ich kriege meine Monster ja nicht weg. Das ist ein Scheiß.
die an sich haben nicht die Möglichkeit. Ich meine, ich kann zumindest den in Angriffsposition bringen. Der hat auch Angriff. Der hat auch Angriff. Die ist aber auch nur Stufe 4, also ist nicht so jetzt kann ich da groß. Ja. Es ist wirklich sogar nur noch die da. Hä? Warum muss ich sie denn in den Friedhof liegen? Ich könnte jetzt Level Modulation machen, aber das will mir jetzt eh nicht wirklich was bringen. Okay, let's go. Ach ja. So. Oh, was? Level Modulation geht dann auf dem. Ja, okay. Oh, scheiße, ich hätte Straße zum Sternenlicht vielleicht auch setzen. Ja, wohl. Ich meine, die Sache ist, mein Feld ist voll. Also, like. Und wenn, dann wird er wahrscheinlich mein Feld komplett clearen. Und das Ding ist, wenn ich einen Sternenstaubdrachen zur Straße. Obwohl, warte mal, das ist ja optional mit dem Sternenstaubdrachen. Ich hätte die Karte wirklich setzen sollen. Okay. Wow, Call by the Grave bringt hier nichts. Konnte auf jeden Fall nichts machen. Der hat 2500 Def, also über den komme ich jetzt so direkt nicht drüber, das stimmt. Weißt du, ich kann jetzt so Stufe 4 machen, aber like. Ich kann ja ihn nicht ändern. Ich kann seine Position nicht ändern. Ich kann seine Stats nicht ändern. Ich kann mein eigenes Monster nicht vom Feld entfernen. Kann irgendwie nichts machen. Ich hab's irgendwie ein bisschen blöd. Ich kann nicht weiter die Synchroleiter hochgehen, weil weiter die Synchroleiter hoch alle eine Synchro-Empfängermonster brauchen. Zwingend. Außer der eine Level 11er. Aber das bringt mir halt auch nichts. Das Deck hat kein Kaiju. Das Deck hat. Was? Solange du eine Spielmarke kontrollierst,
Es ist gerade ein Friedolit. Ich call's einfach mal bei der Grave. Ist halt die Frage. Jetzt ist halt wirklich die Frage, mit welcher. Das war sogar noch in meinem Zug. Mit welcher Karte bekomme ich jetzt dieses Dilemma weg? Ich wüsste eine. Wenn ich nochmal so einen Beschworen kriege, könnte ich mir sie sogar suchen. Bist du ein halbes Burn-Deck? Ich meine, der da ist ja eigentlich Burn, also like der gehört jetzt dem Pyro-Deck. Ich brauche nur. Ja, wenn ich nochmal so einen aufs Feld kriegen könnte. Ich habe, glaube ich, noch einen dritten von denen im Deck, oder? Ich glaube eigentlich schon. Ich habe, glaube ich, kein Monster im Deck, was ein Opfer brauchen könnte, also damit ich auf die Art und Weise Monster wegkriege. Pyrozoisch, okay. Was zur Hölle? Wie viel schmeißt du denn weg? Aber gut, ich habe auch nur noch 23 Karten. Auf jeden Fall wüsste ich eine Karte, nämlich die Karte, mit der ich ein Monster Sternstaub ausrüsten kann. Dann krieg ich es weg. Dann krieg ich es weg vom Feld, wenn ich es ausrüste. Das tue ich. Zerstörungsszenen. Okay, da hat er jetzt sehr viel reingemischt. Was macht er jetzt? Wieder irgendwas im Friedhof aktivieren. Ja, keine Ahnung, Flugbeschleuniger. Wo ist mein Burn-Schaden? Ah, jetzt kommt er. Warum kann er den zweimal aktivieren? Ach so, dann haut er noch einen rein. Was macht der? Störe alle Monster, die dein Gegner kontrolliert. Lol, okay. Ist der Zerstörungseffekt jetzt negated? Ich hoffe schon. Weißt du, was der Witz ist? Der Sternstaubdrache kann, glaube ich, nicht in der extra Monsterzone returnen. Okay. Das Witz ist, Alter, auch, er kann mich nicht angreifen. Weil wenn er mich angreifen wollen, ich meine klar, er kann versuchen mich jetzt durch Burn zu töten. Oh lol, er burnt sich einfach selber. Aber 8000 Lebenspunkte ist schon einiges, um das mit Burn wegzukriegen. Oh, außer wenn er die alle wieder zurück möchte, könnte es vielleicht sogar hinhauen. Mischt er jetzt alle von seinen Burnern wieder zurück? Ja, ja, ja. Ja, wenn er es hinkriegt, mich zu burnen. Ja, aber es ist nicht genug weitergekommen. Ich hätte echt nicht erwartet, dass ich ein Burn-Deck als Gegner kriege. Was dann
sogar eine Chance hat, weil ich mich einfach versünkt habe. Und ein Feld voller Empfänger habe, das mir nichts bringt. Vor allem bin ich mir, glaube ich, nicht so ganz sicher, ob der Sternstaubdrache wieder zurückkommt. Nope, tut er nicht. Habe ich richtig vermutet, das kann er nämlich nicht. Stimmen! Keine Ahnung, wie viel. Ich komme leider nicht über seine Monster. Oder über sein Monster, das ist ja das Scheiß. Und ich habe nur Empfänger auf dem Feld, die ich nicht wegkriege. Was ist das denn für ein Dilemma, Mann? Keiner von denen hat den Effekt, dass man ihn opfern kann für irgendwas oder sowas. Dass man ihn einfach zerstören kann. Keiner von denen kann das. Keiner von denen kann einfach weggehen. Und das ist ein bisschen kacke. Okay, möchtest du angreifen? Ja, möchte er. Wen greifst du an? Den da. Da macht er auf jeden Fall meistens seinen Schaden. Weil es in der Battle Phase ist, konnte die Karte das nicht machen, oder? Hä? Ich vermute, es liegt an der Battle Phase. Oder passiert das in der Damage Step? Passiert das in der Damage Step? Ist das. Passiert das in der Damage Step? Wahrscheinlich passiert das in der Damage Step. Wenn ich die Karte ziehe, mit der ich Sternstaub einfach direkt angreifen kann. Aber das reicht nicht. Sternstaub hat nur 2500, ja, noch 2700 ATK. Also ein bisschen zu viel Lebenspunkte, dass ich das machen würde. Willst du mich jetzt noch zu Tode burn? Bevor ich wieder dran bin. Der Typ, der die ganzen Empfänger beschwört, den habe ich schon beschworen, oder? Ja. Ich habe auch keinen zweiten Gruppel Laser im Deck. Maxer Deck drin. Also muss ich überlegen, wie ich das mache. Es würde auf jeden Fall. Es würde auf jeden Fall Sinn machen, wenn ich Sternstaubdrache plus Formelsynchron hätte. Aber ist halt die Frage, okay, jetzt würde es gehen, wenn Sternstaubdrache direkt anwerfen könnte. Oder kann er mich jetzt noch wegburnen? Also überlegen, kriege ich das hin? Theoretisch. Ja! Ja! Ich kann Sternstaubdrache direkt angreifen lassen. Das müsste gehen. Und dieser Effekt ist ja nur da. Wenn er einen Direktangriff nicht negaten könnte, könnte es gehen. Kommt halt ganz drauf an, ob ich jetzt noch kaputt gehe in dem Zug oder ob ich noch drankomme. Darf ich noch drankommen oder gehe ich jetzt kaputt? Das ist halt jetzt die Frage. Burnt er mir die 1000 Lebenspunkte jetzt noch weg? Oder habe ich noch einen Zug? Ich habe noch einen Zug. Ich habe noch einen Zug. Okay, töricht das Begräbnis. Oh, das ist ja witzig. Okay, aktiviere wir erstmal töricht das Begräbnis. Ich weiß schon direkt, wenn ich wegschmeiße. Okay, liegt aber schon drin. Ah, die liegt da schon drin. Ja, dann Stachelschrauben hier.
Was soll denn das jetzt schon wieder? Burnt er mich jetzt in seinem Zug, in meinem Zug noch weg oder was? Es wird eng. Das sind, glaube ich, 500. Darf jetzt wieder alle Monster zerstören? So. Es ist aber mein Zug. Straße zum Sternlicht, Alter. Warum darf ich keinen Sternstaubdrachen beschwören? Weil es nicht das letzte in der Chain war oder so? Warum aktiviert sich denn da nochmal ein Effekt? Die Karten liegen doch schon im Friedhof. Ich verstehe das nicht. Die Karten wurden auf den Friedhof gelegt. Aktivieren sich. Okay. Die Karten liegen im Friedhof. Aktivieren sich. Warum genau burnen die doppelt? Also, ich verstehe das nicht. Vor allem, ich habe die Karte ja gerade angeklickt und versucht zu lesen und ich habe nicht gecheckt, wie das geht. Dass die sich einfach zweimal aktivieren. Also, wie funktioniert denn das bitte schon? Warum kann der das? Was ist das? Was ist das für eine Scheiße? Das ist mega unfair. Also, einfach so ein Double Burn reinhaut. Mich einfach komplett wegnatzt. Ich hätte gewinnen können, Alter. Sternstaubdrache, direkter Angriff, wenn wir wegwehen. Wahrscheinlich hätte ich auch anders gewinnen können, aber... Das war das, was ich jetzt ganz spontan in meinem Kopf als Idee habe. Du machst keine Ritualbeschwörung, kannst du vergessen. Also 100% das da Doppelkrieger, das 100%. Und Stimmen... Oh mein Gott, ich kriege sogar den Typen. Den brauche ich nicht in meiner Hand. Den brauche ich wirklich nicht in meiner Hand. Okay, ja, der da. Sternstaub weg. Gerümpelkrieger. Stimmen. Ich denke mal den da, weil ich den einfach frei beschwören kann. Dann noch Verstärkung für die Armee. Doppelkrieger. Special. Jetzt kann ich quasi den da aktivieren. Genau. Dann noch Gerümpelkrieger. Effekt aktivieren, ja. Dann holt er den zurück. Dann kann ich Doppelkrieger von meiner Hand aktivieren. Okay, wie genau will ich das machen? Also zu 100% Gerümpel-Laser. Wenn ich mit dem mache, habe ich nur zwei Empfängerslots, aber ich glaube, das ist besser. Gerümpel Laser und dann der Effekt von Doppelkrieger im Friedhof. Plus 1, 2, 3 käme auf die 8 von der Sternstaub. Oder 5 plus 1, 2, 3. Ja, genau. Okay, wir holen zuerst Sternstaubdrache? Oder mache ich zuerst? Ich brauche Formelsynchron. Und wenn ich Formelsynchron habe,
Lecken wir den da mal weg. Beschwören wir vielleicht erstmal Formel synchron. Nein. Okay, vielleicht hätte ich nicht Formis und Kromis schon, sondern Sternschnuppe stattdessen. Egal. Dann beschwören wir jetzt auf jeden Fall Sternstaubdrache mit den beiden. Sollte, glaube ich, kein Problem sein, wenn ich dir von meiner Hand aufbeschwöre. Achso. Aber ich glaube, ich mache erstmal mache ich Sternschnuppendrache. Weil nachdem ich Sternschnuppendrache beschworen habe. Also als allererstes, weil da kann ich den anderen immer noch bauen. So, jetzt machen wir Sternschnuppendrache. Jetzt schauen wir mal, wie viele Angriffe wir kriegen. Keinen. Einen. Keinen. Bislang haben wir einen Angriff. Wow, ein Angriff ist nicht wert. Ein Angriff ist es nun mal wirklich nicht wert. Ich habe leider nur einen Sternchen um Drache, also bringt mir der zweite, den ich jetzt hier auf dem Feld habe, nicht wirklich was. Aber ich kann zumindest noch eine Karte ziehen, ja, ja. Sechs, sieben, acht. Ja, keine Ahnung, wir formen synchron. Klar, dann kann ich. Ja, komm, warum nicht? Packen wir noch einen Sternstaubdrache aufs Feld. Kann mit dem zwar gerade nicht wirklich was machen, aber. Aber ich glaube, ich habe sowieso Gale. Wenn er jetzt nichts dagegen hat, weil der kann definitiv mehr als einmal angreifen. Ja, genau. Weil. Also einerseits ist es ja so, dass dieser andere Sternstaub, also dieser kleine Sternstaub, dieser Synchronisierer, der hat Sternstaub in seinem Namen. Also nicht in seinem Namen, aber in seinem Text. Also der alleine sorgt ja schon dafür, dass er einen Angriff kriegt. Sternstaub selber sorgt dafür, dass er einen Angriff kriegt. Und ich glaube auch den majestätischen, den ich zum Synchronisieren benutze, der hat, glaube ich, auch Sternstaub in seinem Namen. Irgendwo, also in seinem Text irgendwo drin, weil es geht ja nicht um Namen, es geht ja um Text. Wenn es im Text steht. Ja, also keine Ahnung, wie viele Attacks ich mit dem unterm Strich jetzt habe. Aber der andere Drache, ich meine, wenn ich mit dem 5 Attacks kriege, dann denke ich mir auch so, greife ich lieber zuerst an. Ich meine, ich glaube nicht, dass ich mit dem anderen mehr als habe, als diese Menge, weil 5 ist like insane. Okay, das ist sehr, sehr gut. Das ist wirklich, wirklich nicht schlecht. Dann hole ich mir mit Stimmen
weiß noch nicht so ganz. Was hast du bitteschön da hingelegt? Ich hole mir mal den da. Ah, okay. Ja, kommt mal den da. Ja. Ach so, stimmt, der kommt ja aufs Feld. Ja, okay, von mir aus. Dann liegt er gleich auf dem Feld. Stört mich ja nicht. So, Gerümpelsynchronisierer, ja. So, ich will jetzt nicht unbedingt overcommitten, aber zu einem gewissen Degree muss ich auf jeden Fall das auch machen. Das ist auf jeden Fall gerade noch nicht genug ATK. Dann machen wir Gerümpel-Laser mit dem da. Ich brauche auf jeden Fall den Dreierempfänger. Achso, der kann ja selber auch einbeschwören. Ja, okay. Kriege ich den jetzt auf jeden Fall aufs Feld. Den Dreierempfänger. Ja. Ja. Na komm, keine Ahnung, Jet-Synchron und... Von mir so noch ein Sternstaub-Synchron. Ich weiß doch gerade auch nicht. Ja, genau, stimmt. So, 2500 reicht noch nicht ganz aus. Und der reicht in der Theorie aus. Was schon fast schade ist, wenn man es so nimmt. Okay. Ja. 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 Monster, das er kontrolliert. Wow, das ist wirklich null, lol.
Was macht Jets im Grunde im Friedhof nochmal? Achso, warte, ich schmeiß eine Karte ab, oder? Ne, ich möchte einen auf die Hand nehmen, der auf die Hand. Lol. Wie viele Sternstaubdrachen habe ich noch im extra Deck? Null? Über den da, weil der eine Beschwörung annullieren kann. Damit kann ich nochmal einen Sternstaubdrachen in der Theorie beschwören, aber den habe ich nicht. Ich habe keinen Sternstaubdrachen mehr. Ich überleg gerade. Dann habe ich einen 5. Da brauche ich einen 5-Nicht-Empfänger, der aber auch ein Synchro-Monster ist. Kann ich in der Theorie mit dem 7er erreichen? Ich frage mich gerade nur, ob ich den... Na, warte mal, ja. Ich kann nur den bauen. Ich kann den erhöhen, dann kann ich eine Stufe 6er bauen. Ja. Ich könnte jetzt noch, aber lassen wir das. Bleibt der bei 0? Bleibt der bei 0? Ist das permanent, was er da gemacht hat? Anscheinend ist das permanent, was er da gemacht hat. Ich dachte, der Sternschnuppdrache will wieder ATK kriegen, aber der bleibt aber bei 0. Du beschwörst hier nix. Meine Karte bleibt nicht bei 0, weil wenn der wieder da ist, dann wird er nicht mehr 0 haben. Der hat nur einen zweiten? Erwirft. Ja, okay, dann beschwörst halt doch was. Er hat vom Grab gerufen, vielleicht setzt das mal. das ist ein Normalmonster, was? Was willst du denn damit machen? 2000 direkten Schaden? Weil du den majestätischen Drachen angreifst? Oder so? Weil mehr kannst du damit jetzt nicht anstellen. Ja, 2000 Schaden. Das kann er von mir aus nicht machen. Das stört mich jetzt ganz spontan nicht. So.
Dann kann ich den Stufe 7 da. Den kann ich bis auf 5 runterbringen. Ach ja, ja, ja. Oh, perfekt, ich greife mir sein Monster. Daran habe ich jetzt gerade gar nicht gedacht, aber ja, genau, das mache ich. Oder ich wähle eine Karte direkt. Muss der zwingend Sternstab sein? Nein, anscheinend nicht. Ich negate das jetzt mal nicht. Wenn ich das richtig sehe, ist nichts, was mich hier jetzt aufhalten würde. Ich meine, like, ja, er hat eine Art Protection mit seinen Wassermonstern. Tschüss. Weißt du, ich denke mir so, ich will nicht overcommitten, aber anscheinend lässt er mir kein Spiel. So, das ist nicht Stufe 5, also müsste er sterben. Ja, genauso wie es sein soll. Ja, na also. Gibt er auf, aber lässt meine Direct Attacks nicht durch. Okay, Liste der Belohnungen. 2100 und 2200, das ist... Ja genau, es fehlen nur noch die. Gut, 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 gut. Ich gehe mal kurz aufs Klo. Mach hier kurz mein AFK-Ding an. So.
Ah. So. Da bin ich wieder. Machen wir das auf Carding hier wieder weg. Gut. Wir brauchen noch. Warte mal. Wie schaut es mit unserem Geld aus? 400, okay. Man kriegt da immer noch 50, oder? Ja. Achso, wir kriegen eh kein Geld mehr so in dem Sinne. Ja, gut. Edelsteine waren ja nur vorne. Hier bekommen wir jetzt nur noch diese Dingens-Packs. Und so. Als zweiter. Okay, wir brauchen noch 4 Siege. Noch 4 Siege. Dann bin ich fertig. Da muss ich morgen immer spielen. Ich meine, ist nicht so, weil es keinen Spaß macht. Ich finde das. Finde das schon okay mit like 10 Tonnen Beschwörungen und ich kenne mich selber nicht mehr aus, wie das Deck funktioniert. Ist irgendwie witzig. Ist nicht, wenn man missplayt, weil es einfach zu komplex ist. Und leider habe ich zudem. Ich hatte ja ein Video mit mehr oder weniger Guides zu all den Decks, aber bei dem Deck hat der Typ, der das Video gemacht hat, gesagt, dass er sich damit einfach nicht auskennt, deswegen will er nicht dazu, hat er nicht wirklich viel dazu gesagt. Okay. Okay, ja. Mach deine Combo. Wir gucken, auf was für ein Board du endest. Okay, Rotdrachen Erzunterwäldler. Okay, so ein Deck ist das. Eine Sache, die auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist, ist, dass ich ein Monster in den Friedhof kriege eigentlich. Okay, keine Ahnung. Wir spielen erstmal Synchrojagd. Da hat er nichts gegen gehabt. Hat er hier was gegen? Die brauchen alle Graveyard Setup. Und der könnte erst raus spezial beschworen, wenn was vom Graveyard geholt wird. Ist so viel Graveyard Setup. Ich habe keine Karte zum Graveyard Setup. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Stimmen die oberste Karte von deinem Deck auf den Friedhof schmeißt. Das ist keine Downside. Das ist literally Setup. Zwar ziemlich random. Also da muss man schon Glück haben mit. Aber gut, je nachdem wie. Ich meine, okay. Ich glaube nicht, dass ich hätte gewinnen können mit meiner Hand, aber. Weil aktuell konnte ich nicht mal synken, weil das Graveyard nicht gesetupt ist. Weil einfach keine Karte im Graveyard liegt, die ich beschwören könnte. Sehr gut. Ich meine, selbst wenn es ein Empfänger gewesen wäre, es wäre nicht mal schlimm gewesen, weil ich Doppelkrieger dann rausbekommen hätte. Aber gut. Ah, jetzt habe ich Stimmen, das ist zumindest schon mal ganz gut. Okay, gucken wir mal, was er für einen Turn macht. Eine verdeckte Karte. Okay. Okay, okay, möchtest du dein ganzes Deck millen? Ich meine, mich stört's nicht, wenn du dein ganzes Deck millst, muss ich ehrlich gesagt sagen. Okay, perfekt, ich habe sogar eine Garantie, dass ich, okay, keine Ahnung. Wir machen erstmal Stimmen. Okay. Ich habe Gerümpel-Synchronisierer auf der Hand, also von dem her.
Nehmen wir den da, den kann ich zumindest specialen. Aber eigentlich ist es auch wurscht. Das ist jetzt so der Make-or-Break-Point, weil wenn er das interruptet, dann bin ich ziemlich am Arsch, weil das ist das Wichtigste in meiner Combo. Und jetzt kann es eigentlich losgehen. Ich bräuchte eigentlich ein normales Monster Stufe 1. Oder, naja, vielleicht nicht unbedingt. Okay, Gerümpelraser. Mach erstmal das Feld voll mit Empfängern und dann überlege ich mir was. Ja. Ja, von mir aus. Kannst gerne noch einen Synchronisierer aufs Feld legen. Geht der Effekt zumindest noch durch? Die Effekte gehen zumindest noch durch, ja. Totenkopf-Diener, okay. Ich meine, notfalls kann ich vielleicht. Da kommt drauf an, ob ich ein Monster gespecialt kriege. Ja, ist okay. Dafür müsste ich sinken. Sinken kann ich aber nicht. Ach mein Gott, Alter. Das bringt mir aber auch nichts, weil ich die Monster nicht vom Feld wegkriege. Mist, Mann. Ja, ich kann den reintributen. Aber das bringt mir nichts, weil mein Feld voll ist. Wie kriege ich mein Feld leer? Durch ihn? Warte mal, eigentlich kann ich mein Feld selber leer machen. Wohl angemerkt ist das kein wirkliches Leermachen im klassischen Sinne, aber da. Oder kann ich das jetzt spezial beschwören? Da müssen wir schauen. Wir sind 8, das kaufe ich einfach auf den Sternstaubdrache. Und das ist ja eigentlich das Ziel. Und ich kann mir in der Theorie nochmal die andere Karte holen, wenn ich den nehme. Da könnte ich. Ich überlege gerade, ob ich die majestätischen Drachen dann machen könnte. Die sind schon eins, ne? Ist doch schon. Ich kann mir den Sucheffekt nicht nochmal nutzen. Okay. Ich kann aber auf jeden Fall einen Sternstaubdrachen bauen. Da kann ich definitiv auch sowas mit Sternstaubdrachen bauen, in der Theorie.
Genau. Dann kann ich jetzt den und die da machen. Zur Formel synchron. Kann ich mit Formel synchron noch eine Karte ziehen? Und Jet synchron. Ich kann, glaube ich, was auf die Hand nehmen, oder? Ich glaube schon, dass das der Effekt war von Jet synchron. Verstärkung für die Armee. Kriege ich noch mal eine Graveyard-Beschwörer? Nein. Oder macht er das im Allgemeinen? Ne, ich glaube, die muss vom Graveyard sein. Wie funktionieren nochmal Doppelkrieger? Ich hab keinen Plan. Ach, keine Ahnung. Du kannst deinen Empfänger von deinem Friedhof verbannen, annulliere die Aktivierung. Ich habe auf jeden Fall ein paar Empfänger im Friedhof. Also kann ich definitiv ein paar Aktivierungen annullieren. Ach so. Hat der nicht meine Monster als Ziel gewählt? Wenn ein Monster-Effekt aktiviert wird, der ein oder mehrere Monster oder... Ach ja, ja okay, er hat alle Monster effektet und dadurch hat er nicht als Ziel gewählt. Ugh. Alter. Hauptsache wieder so ein komisches Deck, was die ATK auf nix macht. Wie soll ich denn ohne ATK bitte schon klarkommen? Was glaubst du bitte schön, wie das funktioniert? Was denkst du dir eigentlich, wer du bist? Mit den ATK. Der hat einfach mal 8000. Ich glaube, ich bin Toast. Warte, was? Greift doch wahrscheinlich mit dem anderen an. Sure. Ach ja. Das war definitiv ein witziges Duell. Das war's definitiv. Okay. Okay, keine Ahnung, was das für ein Deck ist. Also anscheinend ein Mechlord-Deck. Aber das sagt mir nicht so viel. Ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. Ich bekomme nicht mehr als ein Monster beschworen. Aktuell.
Okay, er zerstört seinen eigenen MechLord. Weil er einen Effekt im Graveyard hat, natürlich. Mir fällt gerade auf, der Typ hat kein extra Deck. Das heißt, dass er alle seine starken Monster im Main Deck. Viertausend Angriff und Verteidigung. Bitte was? Okay, wir spielen als allererstes mal Harpien Flederwisch. Schau mal, ob es durchgeht. Ging's. Dann machen wir Blitzsturm. Geht der durch? Es ist eine 1-Angriffliste. Ach so, okay, der kann sich dran ketten. Mac Imperial, nope, der ist nicht im Graveyard, das ist ein Call by the Grave nicht. Ich kann den nicht bei der Grave callen. Aber das sollte ja nur once per Dingens machen können, also. Kann ich mir jetzt die Karte hier aktivieren? Und ganz, ganz dringend, ich brauch den da. Weil ich habe keine Monster im Graveyard und der bringt mir Monster ins Graveyard. So, so. Und gleichzeitig holt er mir noch Gerümpel-Synchronisierer auf meine Hand. Oh, hat er gerage-quittet. Könnte sein. Hat wohl jetzt keinen Bock, dass ich jetzt Gerümpel-Laser mache und dann, man muss sagen, er hat ein Verteidigungs... Oh, okay. Er hat ein Verteidigungsmonster mit 4000 ATK, also, leicht wird es definitiv nett, da drüber zu kämen. Okay, jetzt gibt er auf. Okay, dann brauchen wir noch zwei Siege. Niederlagen wären mehr. Siege wären es aber nur zwei. Okay, lassen wir ihn als erster anfangen. Einfach damit wir gucken, was für eine Startding er uns präsentiert. Er hat auf jeden Fall ein extra Deck, nicht so wie der Typ, den wir gerade eben besiegt haben. Drachenschlucht. Du kannst eine Karte abwerfen. Dracheneinheit. Okay, das ist ein Dracheneinheit-Deck. Der sah aber nicht nach einem Drachen aus. Naja, der ist kein Empfänger. Der ist Empfänger, ja. Den hängt er an, dann packt er ihn aufs Feld. So, jetzt hat er ihn auf dem Feld. Und jetzt kann er eine Stufe 6 Synchro machen. Zu... Gute Frage. Ich weiß nicht, was er so im Extra-Deck hat. Okay, den kenne ich nicht. Was macht der? Okay, klar, das kann wahrscheinlich jedes Drachen-Einheit-Monster. Machst du jetzt eine Stufe 8? Und wie oft machst du das dann noch? Gehst du bis 12 hoch oder so? Also jetzt kommt auf jeden Fall eine Stufe 8 da raus. Ah, okay. Das ist aber der Standard. Spielzug, wenn ein Effekt... Wenn der Effekt von einem Monster aktiviert wird, kann er ihn annullieren. Ich habe ein gewisses unfortunate Problem. Ja, ich habe ein mega großes Problem.
Ich kann jetzt erstmal Harpien Feller dusten. Vielleicht macht er irgendwas, was mir hilft. Nein, tut er nicht. Ich kann leider nichts machen. Ich habe nichts, um mehr als ein Monster zu beschwören. Und wenn ich nicht mehr als ein Monster beschwören kann, kann ich auch nicht wirklich arbeiten. Weil Friedhof, der ist Turn 1 nicht wirklich gesetup. Das ist das Hauptproblem. Falls ein offenes eine Karte, die du kontrollierst. Ich glaube nicht, dass es ihn aufhält, aber ich habe keinen Bock, das jetzt durchzulesen. Die bleibt jetzt da offen und wenn sie aktiviert werden kann, wird sie aktiviert. So schaut's aus. Oder er macht sie weg, wenn er keinen Bock drauf hat. Das ist mir jetzt auch recht push. Gut. Ist das alles oder beschwörst du jetzt? Natürlich beschwörst du noch was, oder? Es kann ja wohl nicht sein, dass du nichts beschwören würdest. Er hat anscheinend kein Monster, okay. Ja gut, okay. Weißt du, ich überlege gerade, Gerüppelsynchronisierer. Okay, pass auf, das mache ich. Das würde jetzt auch predikten, dass ich das mache. Du würdest dich jetzt denken, aber na, das negate ich jetzt. Ja, perfekt. Called it. Das ist genau das, was ich erwartet hätte. Oh, der geht dadurch kaputt. Scheiße, der geht dadurch kaputt. Kacke. Okay, das habe ich jetzt nicht gewusst. Ich dachte, er bleibt doch noch da. Hätte es funktioniert, wenn ich ein Verdeck gespielt hätte? Ja, aber dann hätte er, da hätte er den Effekt von der Karte von meiner Hand negated. Ich muss den Negate ja irgendwie baiten. Scheiße. Der ist immer once per turn. Was mache ich denn dagegen? Ich kann meine Combo dadurch nicht wirklich starten. Ich muss den eigentlich wegkriegen. Irgendwie. Jetzt habe ich aber eine offene Karte. Das heißt, also die Dingenskarte könnte ich nicht mehr benutzen. Ja, unter Umständen verliere ich das Duell hier, weil ich weiß jetzt nicht so ganz, wie ich hier jetzt rauskommen soll. Monster-Effekte sind ziemlich wichtig in diesem Deck und ich muss es baiten können, aber wenn ich es mit meiner Normal Summon baite und das Monster dann weg ist, kann ich natürlich dann nicht mal mehr Sternsaub-Synchron verwenden, um das Monster zu opfern oder so. Okay. Pommesform bekommen. Au. Interessant, was ist das? Diese Beweise sind einfach nur Stäbchen eigentlich. Chicken Nuggets, aber Stäbchen. Ich kann so genug ADK assemblen, um mich zu besiegen, das ist jetzt die Frage. 3000 hast du schon? 4700 hast du schon. Okay, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das sind 2500. Doch, es reicht. Okay, nice. Also ich meine, naja. Egal. Ach, so.
Ich meine, vielleicht kriegen wir noch ein paar Spieler, wo wir in den Wind schießen können. Das kann ja gehen. Ja, Spieler, die... Oder wenn Leute bricken oder sowas. Ich meine, viele Leute geben auf, wenn sie bricken. Mit anderen Worten, wenn ich auch bricke, ist das egal. ich hoffe, dass ich damit jetzt eine Kombo unterbinde. Ich brauche sowieso was im Graveyard. Bis auf das mir Stimmen, glaube ich, nicht wirklich was Sinnvolles geben kann. Ich weiß nicht, ob er das gebraucht hat. Das werden wir jetzt gleich sehen, ob er jetzt noch was machen kann oder ob er jetzt dead on the water ist. Ob er die Beschwörung von dem gebraucht hätte, um weiter zu machen oder nicht. Okay. Aber auf dem hätte der Dingens, glaube ich, nicht funktioniert, weil er sich, glaube ich, Tribute, bevor man ihn auswählen kann. Auf den hätte es aber funktioniert. Das wäre vielleicht die bessere Wahl gewesen. Aber ja. Aber er hätte natürlich einen Void mehr gehabt aus seiner Hand. Okay. Wenn der Effekt von einem Monster, was zu hoch ist, aktiviert wird, I see. Aktivieren das mal synchron Jagd. Dein Gegner kann weder Karten noch Effekte als Reaktion auf die Aktivierung der Effekte. Oh lol. Weißt du, ich hab lesen mir die Karte und denk mir so, geil, sein Negate bringt ihn gar nichts. Das hat er anscheinend auch bemerkt. Und siehste? Gewonnen, obwohl ich mir sicher bin, dass ich nicht mal was geschafft hätte. Also kommt drauf an. Ich hatte keinen Nichtempfänger. Das heißt, wenn Stimmen keinen Nichtempfänger ins Friedhof, in den Friedhof schmeißen würde, dann wäre ich komplett gebrickt quasi. Weil ich da nicht wirklich was machen könnte. Nur Empfänger bringen halt leider auch nichts. Braucht ja beides. Okay, was wird verbannt? Irgendwas, was sofort triggert? Time Lord? Ungewöhnlich, aber okay. Also eine Sache ist schon mal klar. Mein Deck arbeitet sehr viel mit dem Friedhof. Die da muss weg. Hat ihm das auch noch irgendwas gebracht? So. Ja, keine Ahnung. Ja, von mir aus noch ein Gerüppelkrieger. Achso, stimmt, der wird ja wieder aufs Feld beschworen. Ich vergesse das immer. Weißt du, ich denke immer, der kriegt jetzt auf meine Hand. Aber nein, tut er halt nicht. Komm, das fällt.
Aber okay, auf geht's. Auf geht's, Gerümpel-Laser. Ich hätte gerne ein paar mehr Nicht-Empfänger-Monster auf dem Feld, aber... Ich habe eine Idee, wie ich es vielleicht hinkriegen könnte. Ja komm, pack noch einen Gerümpelkrieger aufs Feld. Mehr Gerümpel! Okay, was auf jeden Fall klar ist, ist der da. Dann brauche ich auf jeden Fall einen 1er-Empfänger. Also zu 100% brauche ich einen Stufe 1er-Empfänger. Zu 100%. Mein Gott, sind da viele Gerümpel-Synchronisierer. Ja, von mir aus. Jetzt darf ich ziehen. Dann darf ich ihn beschwören. Dann lege ich aber dead in mein Tracks. Nein. Das klingt jetzt komisch, aber nein. Ich mag lieber was anderes. So. Das war, naja, definitiv nicht das optimalste Play, was möglich war wahrscheinlich, aber egal, gib mir eine Karte auf meine Hand. Stimmen, lol. Ja, sure. So, gucken wir mal, wie viele Attacks wir kriegen. Da ist schon mal eine. Zwei. Zwei Attacks. Das reicht nicht so ganz. Warte mal. Aber das reicht, glaube ich.
Der darf zweimal angreifen, also einmal, zweimal. So. Diese Mauer, grüß sie. Und wir haben's. 22.200. Oh, okay. Stimmt, der Tag ist wieder resettet. Dann schau mal wieder ein Duell live an. Wie heißt es mein PC eigentlich? Das geht, denke ich. Also, schauen wir uns das einfach mal ganz an. Speedwise gegen keine Ahnung was. Er war aber nicht in der Lage, 8000 ATK zu sammeln. Und das Deck, was er spielt, kann das aber. Also es kann sogar mehr. Kommt halt drauf an. Wenn du mit dem einen Monster 5 Empfänger revealst, dann, dann hast du mehr als genug ATK. Okay, aktiviert sich auf Stimmen. Weiß nicht, ob Stimmen gebraucht. Okay. Oh, der habe ich noch nie gebaut. Aber ja, der hat mehr ATK. Das hat der Sternschnuppendrache dann, der andere dann wahrscheinlich nicht. Ich glaube, der hieß Sternschnuppendrache. Okay, der darf aber zwar mal angreifen. Einfach so. Eigentlich auch mit Sternschnuppendrache. Keine Ahnung, was schon mit 12 kommt mir immer so schwer vor zu samplen. Vor allem, was zwei Synchro-Monster brauchst. Also drei. Insgesamt, weil der Fernseher glaube ich auch synchro sein muss. Also. Das frisst so viele verschiedene Monster. Ach ja. Es ist nur noch 4. Ganzes Material. Ich bin einfach schon bei 70. Wow. Ja gut, dann öffnen wir jetzt noch Bonus-Packs. So.
Opening. Oh, fein. Auch wenn es definitiv etwas weniger interessant ist, wenn immer nur zwei Karten pro Pack sind. Jetzt unterwählt lassen. Habe ich ja jetzt schon zweimal bekommen. Ich hoffe, dass ich ja jede Karte im Pack mindestens einmal krieg. Aber gut, okay. Die sind nicht wirklich üblich. Also von dem her ist es wahrscheinlich auch nicht so schlimm. Okay, nochmal jetzt unterwählt lassen. Den habe ich wahrscheinlich jetzt schon viermal. Ich glaube, ich habe den. Ich habe ja jetzt dreimal gekriegt. Ich glaube, ich hatte vorher schon mal gehabt. Ja genau, drei, der habe ich sogar viermal in den Be- was zur Hölle, Mann. Okay, von mir aus. Die letzten. Ein mehr Pack gibt's ja nicht mehr. Oh mein Gott, sind das viele. Also. Lassen wir es einfach ablaufen, solange ich esse. Ganzen Legacy Packs. Die Packs für die Legacy Duelisten. Ah, der gute alte Meisterheiler. Irgendwie glaube ich nicht, dass das ein Mann ist, aber naja. Ist ja relativ Wayne. Ja, genau, der Topf der Güte. Glaube ich, einer der schlechtesten Töpfe. Ist du der gerade? Ah ja. Oh. Die große Matte.
Little Z. Zwillingssoldat. Den habe ich schon. Der ist, glaube ich, zweimal in dem Deck, was man in der Kampagne kriegt, drinne. Das bringt einen doch nicht mal was, wenn man den sieht. Weil die Karten nur aus dem Pack sieht, kann man ja auch nicht zerlegen, soweit ich weiß. Also ich bin schon bescheuert, wenn man leid. Ich meine, like, ja, ich zahle keine Edelsteine dafür, aber trotzdem. Es ist Überschuss. Ich will keinen Überschuss. Gib mir ein Format, wo ich eine Karte mehr als dreimal ins Deck speichern kann, dann von mir aus. Ach, wenn das echt kein gutes Deck wäre, wenn man die Karte so auf dem Deck hat, glaube ich. Oder ein Format mit unendlich großen Extra-Deck. Oder sagen wir 40 Karten groß. Unendlich groß kann man natürlich nicht so einfach coden. Extra Deck, so großes Main. So schaut's aus. Okay. Dann noch 8 Stück. Und das letzte Deck. Was wird hier drin sein? Irgendwas ganz, ganz Spannendes. Nein, nicht so wirklich. Gut, damit sind die ganzen Packs alle fertig. Und ja, ich habe Geld. Ah ja, stimmt, das ist ja das der Hut. Ah ja, gut, ich würde sagen, das war's dann für den Stream. Wir fertig mit Synchro-Event. Werde dann wahrscheinlich in nächster Zeit nicht mehr streamen, weil einfach nur so spiele ich nicht wirklich ranked, nur für die Daily Missions, und die habe ich ja in den letzten Tagen nicht wirklich gemacht. Habe nur die Solo Mission gemacht, weil like du musst 3 Solo Level gewinnen und die Szenario oder die ach, wir gehen einfach da rein, ich weiß nicht, wie es heißt. Die da zählen auch. Und dann gewinnst du innerhalb von ein paar Minuten 100% sicher, ohne dass du irgendwie groß was machen musst, außer Tutorial wegklicken. Also ja, sehr, sehr nice, was das angeht.
Also ich würde sagen, wir werden nicht vergessen und Job. Achso, stimmt. Warte mal. Mein Aufnahme beenden Shortcut funktioniert da gar nicht. Vor allem hat er jetzt noch gar eine Aufnahme gestartet, lol.